Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurzangespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute Terrasology für den Fall, dass die Ersten sich schon gefragt haben, meine liebe Güte, was hat der Mensch da mit Voxlands oder Minetest oder Minecraft angestellt? Nein, das ist Terrasology, das ist etwas ganz anderes, beziehungsweise ist wiederum nicht oder nur durch seine Optik mit den eben genannten Spielen verwandt. Ein Blöckchen Bastel Open World Rummach-Spielchen, wobei ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz raus habe, wo jetzt die großen Unterschiede und außer grafisch natürlich, muss man einfach mal da so sagen, so spielerisch die Unterschiede liegen. Terrasology ist bei weitem noch nicht so weit wie die Konkurrenz, sage ich jetzt einfach mal. Das, was ihr hier seht, damit startet man mitunter auch, also unten in der Leiste quasi. Also man hat ein gewisses Standard-Werkzeug-Repertoire. Das geht auch, soweit ich das feststellen konnte, nicht kaputt. Also da gibt es keine Energieleisten etc. pp. Sachen, die man abbaut, die liegen dann da so rum. Wir können ja mal hier diese Kiste platzieren, in der Hoffnung, dass es irgendwas Sinnvolles ist. Okay. Die können wir mit E öffnen und dann finden wir darin direkt nach dem Öffnen die Mr. Barsax Ex, okay. Diverse Dinge, unter anderem Türen, Planken, eine weitere Kiste, Bricks, der Companion Cube aus Portal, TNT-Blöcke, eine Railgun, was haben wir denn hier? Auch eine Railgun? Was ist denn eine Sorrow Railgun? Die könnten wir ja mal testen. Aber erst später. Zuallererst machen wir natürlich das, was man immer tut. Ich habe eben schon mal so einen Baum massakriert. Und da wir jetzt da eine Kiste haben, würde ich einfach mal sagen, wir baggern uns hier so ein bisschen drumherum. Auch sehr angenehm ist, den Schaden, den man angerichtet hat, der bleibt vorerst bestehen, beziehungsweise bildet sich langsam zurück. Ist also nicht so, dass man, wenn man einmal kurz absetzt, da direkt wieder von vorne anfangen muss. Finde ich persönlich sehr hübsch oder ein nettes kleines Gimmick. Wenn man es denn nutzt, muss man aber nicht. Ja, dann hier, ach Gott, nee, mit der Erde, da machen wir einfach jetzt, nee, das ersetzen wir durch Stein, habe ich mir gerade überlegt, soll ja auch hübsch sein. Und dann gucken wir mal. Viel zu erzählen gibt es zu dem Titel ja eigentlich nicht, also er spielt sich genauso wie seine Vettern aus dem gleichen Spielbereich, das ist jetzt nicht irgendwie groß unterschiedlich, also mit I geht das Inventar auf, mit E bewegt man oder bedient man Dinge. AWSD zum Herumrennen, Linksklick, Rechtsklick, nimmt sich nichts, beziehungsweise ist genauso, wird genauso gehandhabt. Was halt wirklich sehr, sehr hervorstechend ist, ist die Grafik-Engine, beziehungsweise die Darstellung der Landschaft, immer noch sehr kantig, sehr blockig, aber eben, es sieht aus wie ein, ich sage es einfach mal ganz frei heraus, ein sehr aufgetuntes Minecraft und ja, warum oder wie ich das sagen kann, ist eigentlich ganz einfach erklärt. Das gibt es ja bereits. Es gibt ja bereits Modder und Konfigurationen für Minecraft, die das Ganze dann sehr, habe ich eben meinen Test gesagt, ich meinte natürlich Minecraft, die das Ganze sehr gut und sehr nett aussehen lassen. Und ja, genauso sieht es eigentlich aus, aber es spielt sich ein bisschen anders. Ich habe mir eben schon geschworen, wenn mir dieser Titel jetzt abschmieren sollte, dann werde ich das genauso wiedergeben und werde jetzt nichts beschönigen. Nein. So, hier noch eins vor. Da drüben noch. Und dann weiß ich nicht, hier noch zwei. Es wird langsam dunkel. Grund genug, sich mit Fackeln zu behelfen. Was mir bislang fehlt, und das habe ich noch nicht gefunden, aber oh Gott, dieses Licht ist schon ein bisschen krass. Das habe ich bisher noch nicht gefunden. Und wüsste jetzt auch nicht, wo ich danach suchen soll. Vielleicht einfach mal die zweite Chest mitnehmen. Aber ich glaube nicht, dass mir das den Vorteil bringt. Chest einfach mal platzieren. Ist ein Crafting-Bereich. Entweder Möglichkeit 1. Und das ist immer das, was ich am... Lava, Wasser, ein paar Blumen, okay. Das ist immer das, was ich am wahrscheinlichsten halte. Entweder ich stelle mich relativ doof an und habe einfach noch nicht gefunden, wie man jetzt, meinetwegen aus normalem Holz, das seht ihr hier, diese Planks craftet, oder aber es ist einfach noch nicht implementiert. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist ja mitunter eins der ersten Dinge, die in solchen Spielen auftauchen, dass man eben das, was einem zur Verfügung gestellt wird, nutzt, um irgendwie damit ja neue Dinge ins Leben zu rufen. Also da gehe ich einfach mal davon aus,
dass ich mich bislang sehr, sehr, sehr stümperhaft angestellt habe, was das Entdecken neuer Features im Spiel angeht. Wenn ihr dazu Informationen habt, wenn ihr aus dem FF wisst, wie das hier funktioniert, oder wenn ihr mir sagen könnt, was ich da jetzt genau falsch mache oder nicht gesehen habe, dann dürft ihr das natürlich gerne tun. Am besten, optimalsten auf holase-linuxgaming.de im dazu passenden Artikel zu Terrasology. Jetzt hätte ich beinahe wieder falsch ausgesprochen. Dabei habe ich doch vor der Aufnahme des Videos die ganze Zeit, gelernt und geübt, wie man das jetzt ausspricht. So, also wir bewegen uns vorwärts mitten in der Nacht. Also nachts, das sieht man jetzt auch relativ gut. Es ist wirklich bitter, duster, funsellichtmäßig, geht gar nichts mehr. Also wer da keine Fackel dabei hat, ist komplett aufgeschmissen. Auch das einer der Unterschiede zu den anderen Titeln. Okay, wir können hier ein bisschen Gras platzieren. Was haben wir sonst noch so? Ich denke mal, Dark Leaves. Ich denke mal, die ersten haben eben schon hier diese lustigen Tools, Explode Tool, Railgun und Thorough Railgun entdeckt. Da werden wir uns gerade mal mit belustigen. Machen wir hier mal ein bisschen was hell, dass wir auch was sehen, was da passiert. Also, das ist eigentlich genau das, wonach es klingt. Sprich, man kann hier relativ weit weggehen, da auf einen Landstrich zielen und dann die rechte Maustaste betätigen. Dann fliegt einem alles so ein bisschen um die Ohren. Nicht wirklich schön, aber selten. Ist wahrscheinlich noch so ein Debugging-Tool, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das kann man auch endlos oft wiederholen. Manchmal passiert genau das. Also irgendwo in dem Berg ist jetzt ein Loch, weil irgendwas da nicht funktioniert hat. Dann gibt es noch das Ganze als Railgun. Also man könnte jetzt einfach sich hier hinstellen und könnte, Achtung, das Ganze ein bisschen eskalieren lassen. Wie gesagt, das sieht man jetzt nicht so gut. Wir können ja mal diesen kurzen Gang, diesen doch schon recht langen, aber eigentlich noch kurzen Gang folgen. Also bis hier hinten hin habe ich gerade gesprengt durch das kurze Drücken. Ja, so ist das. Gott, oh Gott, oh Gott, ist wirklich sehr, sehr leid. Sehr, sehr lang gegangen. Dabei habe ich eigentlich kaum gedrückt. Ich meine, ihr habt den Zeitintervall ja mitbekommen. Ja, ne, alles klar. Ist auch eine Möglichkeit, mal eben, also das Ding und Basteln des Brenners hätte deutlich weniger Zeit in Anspruch genommen, da irgendwo in der Schweiz. In der Hoffnung, ach guck mal, ich habe mich komplett durch das Ding durchgebastelt. Schön. Und abschließend dann halt noch das hier, das ist dann dieses, wie hieß es? Ach nee, das war das ist eine Durchgrab-Railgun und ich habe die normale eben, also ich habe eben diese Durchgrab-Railgun benutzt, deswegen ist der Tunnel schon so lang und das ist quasi die normale, die macht dann genau bei einmaligen Drücken nur so ein, dachte ich, oder jetzt bin ich verwirrt. Moment. Also. Explode Tool, Railgun, Thorough Railgun, wobei ich nicht weiß, was Thorough heißt. Das könnte schon das Rätsels Lösung sein, dass ich nicht genau weiß, was das heißt. Okay, es knallt. Ja, die gräbt Tunnel, bis sie irgendwo wieder rauskommt. Wird eigentlich mal Zeit, hier ein bisschen die Landschaft zu verschönern. Sieht auch gleich viel besser aus. Ja, Zerstörungswut. Also das Ganze, jetzt muss man sich überlegen, was hier gerade, das ist eigentlich beachtenswert, was hier gerade an Blöcken zerstört wurde, was hier gerade an Blöcken runtergefallen ist zum Aufsammeln, was für eine Arbeit da eigentlich gerade angefallen ist. Wir erinnern uns vielleicht, der eine oder andere erinnert sich an so lustige Tools für Minecraft, die da hießen TNT oder Nuke Bomb oder was auch immer, die dann auch teilweise Server oder ganze Spielinstanzen zum Absturz gebracht haben. Und ja, diejenigen, die hinter diesem Spielchen sitzen, scheinen ganze Arbeit geleistet zu haben, denn das bringt hier nichts aus dem Gleichgewicht. Mehrere hundert Blöcke gleichzeitig. Kein Problem. Und ich glaube eigentlich nicht, dass das meiner Hardware geschuldet ist. Ich glaube eigentlich wirklich, dass da zumindest im Ansatz so effizient gearbeitet wurde, dass das für den Spielfluss scheinbar kein Problem darstellt. Und das trotz der ganz netten Optik. Jetzt frage ich mich natürlich, haben wir schon alles probiert? Ich würde jetzt fast sagen, ja, denn sehr viel mehr gibt es, hoppla, sehr viel mehr gibt es eigentlich noch gar nicht. Terrasology ist, ich würde es jetzt mal positiv betrachtet als Tech-Demo bezeichnen. Viel mehr ist da noch gar nicht geschehen.
Angenommen, dass ich jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7 ambitionierte Menschen dahinter klemmen und die ganze Sache weiterverfolgen, könnte das natürlich ein extrem hübscher, ein weiterer extrem hübscher Open-World-Blöckchen-Klötzchen-Rum-Fummel-Spaß werden. Aber ihr seht selbst, im jetzigen Zustand macht es super viel Spaß, die Welten zu erkunden und auch sicherlich einiges an Spaß, kurzzeitig zumindest, hier mit diesen Demolition-Tools zu arbeiten. Aber, naja, ich sag mal so, die Baufähigkeiten sind relativ begrenzt. Ein Crafting-Bereich, ich bin eben auch mal alle Buchstaben durchgegangen, suchte ich bislang vergebens. Online-Players, das bin nur ich. Und, ja, von daher, da geht noch einiges. Da ist noch viel Luft nach oben, aber optisch jetzt schon ein kleiner Leckerbissen. Terrasology, runterladen, in der Leiste oben steht auch Alpha, sehe ich gerade. Aber, naja, dann ist es wenigstens Alpha 1.0.0.0. Sonst wäre ich gar nicht auf das Ding hier aufmerksam geworden. Einfach runterladen, einfach mal anschauen, zwei, drei Schritte machen und sich freuen. Womit ich mich noch nicht beschäftigt habe, sind die F-Tasten. Denn da kommt unter anderem so etwas ans Tageslicht. Copy, Paste, Layout, New, Remove, Assign. Sieht interessant aus, kenne ich mir aber nicht mit aus, deswegen drücke ich Escape und gehe wieder zurück ins Gameplay. Vielleicht sind da ja irgendwelche lustigen Funktionen verschwunden oder versteckt, die ich so noch nicht ausfindig machen konnte. Das soll es von meiner Seite aus erstmal gewesen sein zu Terrasology. Wie bereits erwähnt, kostenlos, einfach mal runterladen und sich einen eigenen Eindruck vermitteln. Ich denke, das ist dann doch noch sehr viel mehr wert, als wenn man seinen kompletten Wissensstand nur aus Texten oder diesem Video zieht. Soll's gewesen sein. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ich würde sagen, bis zum allernächsten Mal. Man sieht, schreibt, spricht und spielt's richtig. Vielleicht steht dazu schon was auf holase-linusgaming.de. Schaut doch mal vorbei. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Macht das gut, haut da rein. Und tschüss. Passend zum Sonnenaufgang. Sieht das richtig? Ja. Wunderschön. Ciao, ciao.